Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Wunderschöne neue Folge Odyssee. Und wir gehen mal wieder hier über diesen Tempel drüber. Sie einfach werden weil. Mich suchen. Ja, ja. Ich dann muss vorsichtig sein. Ja, ja. So, weil wir wollen da hinten hingehen. Da gab es ja noch was an der Küste. Das wollen wir uns natürlich mal anschauen, was es da so gibt. Jetzt hier ist aber auch irgendwie, ne? Flüsse hier, so ein paar kleine angestaute Seen. Frag mich, wo hier bei so viel Zufluss, wo geht denn das Wasser dann hin, dass das hier nicht überläuft? Naja, ich frag lieber nicht. Was wolltest du denn in Ermland sehen, die Bronze? Na, zum Beispiel wollte ich gerne Grand Canyon mir angucken. Wollte auch an sich mal nach New York. So diese, halt so diese typischen Sachen tatsächlich da, so ein kleines bisschen, wo es einfach darum geht, diese schiere Größe zu erleben, diese übermächtige, viel zu riesige Bauweise und so weiter, ne? Solche Sachen. Vielleicht auch mal Las Vegas, aber nicht wegen den Casinos an sich, also um dort reinzugehen, sondern wirklich um es halt mal zu sehen. Ja, vielleicht Niagara-Fälle waren so mal ein paar Sachen. Ja, sowas in der Dreh. Gab es schon noch ein paar andere Sachen auch, aber naja, wie es halt ist, ne? Ich will hier raus! Sei froh, dass du jetzt keinen Mord hier angezettelt hast, sonst hätte ich dich nicht rausgelassen. Wärst du drinnen geblieben, wenn du mir jetzt einen Mord angehangen hättest. Was platzmäßig würde die ganze Weltbevölkerung problemlos in Bundesstaat Rhode Island passen? Echt jetzt? Aber doch. Ist dann aber wahrscheinlich nicht schön zum Wohnen, oder? So eng aufeinander geklatscht. Da! Au! Knall! Gibt's wohl. Mich hier einfach vom Pferd runterzustoßen. Akt! Wo haben wir jetzt noch was? Hä? Ach da, doch. So, dann gucken wir doch mal. Blub, blub, blub. Kalirö Banditenlager. Hm. Oh, geil. Springfach, geil. Die anderen sind tot. Was willst du noch mit Deckung? Oh.
Naja. Hab da jetzt nicht gut beschützt, muss ich sagen, ja? Das war viel zu einfach. War ja nicht mal ansatzweise irgendwie anstrengend. Das, wo ihr euch so viel Mühe hier mit der Dekoration gegeben habt. Ich meine, es ist ja echt schön geworden, was die Deko angeht, ne? Aber, naja. Ach, guck mal, ist das nicht idyllisch? Ach, schön. Fühlt man sich gleich wie ein bisschen zu Hause. Ja, na gut. Pferdchen. Wie soll ich jetzt hier hochkommen? Na gut, wir probieren es einfach mal, ne? Wir müssen jetzt irgendwie ganz hoch auf den Berg. Da ist ganz oben irgendeine Grabstätte, glaube ich. Ella. Jetzt mach mal einfach weiter. Ich habe doch bloß das Ding eingesammelt. Ach, das Pferd. Ich sag's euch. Es ist schwer, gute Rosse heutzutage bekommen, ne? Zu bekommen. Alle, was sie wollen. Naja, hat uns Markus wieder sonst was für ein Ding gegeben hier. Ist nicht richtig trainiert. Ella. Die Pferde in Spielen, die laufen hier 90 Grad Steige nach oben. Weißt du, und das hat hier schon bei 20 Problemen. So, Grab des Eurypylos. Okay. Was? Die einzigen Orte, die mich in den USA interessieren würden, sind Boston mit Harvard und dem MIT. Yellowstone, ja, siehst du genau. Berkeley, Henderson und San Diego. Ah, okay. Also mal angucken, wie die Sachen so sind, wo du dir so Online-Kurse mit reinziehst. Mal zu sehen, wie das so vor Ort ist. Okay. Mal nicht hin. Wir haben hier so viele Schlangen, ne? Und dann haben wir trotzdem so ein Rattenproblem. Mann. Schlangen machen ja auch gar nichts hier, ne? Hier, guck mal, schon wieder haufenweise Ratten. Funktioniert noch. Ich glaube, hier funktioniert was nicht. Och, bist du blöd. Da ist was im Weg. Ne? Ja, doch. Okay, jetzt geht's. Sehr schön. Oh.
Nö, gar nicht. Wow. Boah, das jetzt gerade. Das war sehr creepy. Ach so, nur beim MAT bist du. Hm? Yellowstone interessiert mich geologisch. Ja, das ist halt, ja. Berkeley astrophysikalisch. Anderson wegen Hoover Dam und Lake Mead und San Diego wegen dem USMC. Gibt's noch eine andere Abkürzung für U oder eine andere Bedeutung für USMC als US Marine Corps? Das ist jetzt die, die ich halt so kenne, aber ich weiß nicht, ob es da nicht eventuell noch eine andere gibt. Kann man da dann einfach so, sag jetzt mal, als Besucher hin? Das geht? Also wahrscheinlich sieht man dann halt keine, was weiß ich, was besonders krassen Sachen oder sowas, aber also geheimen Sachen, aber den Rest dann, ne? Ich wollte dich nicht ignorieren. Es tut mir voll leid. Ach, Gott. Ich einfach so eine Schlange ignoriert. Ah, da darf ich mir morgen wieder was anhören. Ah, wir haben uns schon eine Mühe gegeben. Du Arsch. Dann sage ich wieder, ja, aber weißt du, so viele Ratten hier unten. Viel Mühe kann es ja nicht gewesen sein. Ach, das werden wieder Diskussionen sein. Ach, Mensch. So, was haben wir denn noch? So viel Stuff, ne? Und wir nehmen Olivenholz mit. Ich muss es nicht verstehen. Das auch erledigt. Das ist okay. So schnell. Okay, man sollte da schon gehen können. I see. So, na dann. Auf geht's, Kultisten jagen. Ich weiß nicht, sollte ich das Pferd rausholen? Ja, komm, ich hol mal das Pferd raus. Los! Gut. Oder halt nicht. Das ist auf jeden Fall cool gemacht.
Sieht schon geil aus. Muss man so sagen. Geh auf. Hab dich nicht so. Au! So. Ich will mal absichtlich hier drüben lang gucken. Dass hier sowas wie der offizielle Aufgang ist oder so. Hüten geht's noch lang. Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Okay, also hier ist die. Dann so rum. Ah ja. Okay. Na, dann machen wir das mal so. Auf jeden Fall nicht. Da erwarten sie uns ja. Sie würden niemals erwarten, dass jemand sich hier die Mühe macht. Und dann auch noch als einzelne Person über diese ganzen Berge zu kraxeln. Hier werden sie besonders wachsam sein. Ja, das hoffe ich ja gerade eben nicht. Dass sie hier sehr wachsam sind. Der sieht mich nicht, ja? Ja, gut. So viel zum Thema wachsam, ne? Soll eine ganze Festung sein? Na, dann schauen wir mal. Kistenwachen. 10 Stück. Ja, das ist ja quasi nix. Dann quasi auch überhaupt nicht geschützt. Komm schon, Feigling! Ach, Mensch, schade, ne? So in den Tieftod gefallen. Ach, Mensch. Das ist aber auch ungünstig. So.
seil dich doch mal ab. Jemand Signale? Mhm. Muss mal herkommen, dann siehst du es. Sehr gut. War mal wieder knapp, wie immer. Auch. Wäre aber auch sonst zu langweilig, ne? So. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass hier hinten so gar keine Wachen sind. Ich meine, das ist ja eine komplette Einladung. Aber so hundertprozentige Einladung. Check nicht. Hier, guck mal, hier ist nichts. Niemand. Nicht mal ansatzweise jemand. Kann ich einfach reingehen und fertig? Komm ich von oben irgendwie rein? Achso, ne, den haben wir ja schon reden gehört. Alles klar, Moment. Das ist für das Leid meiner Familie. Sehr schön. Jetzt haben wir auch die Silberader fertig. Traumhaft. Da und da. Was? Wo nimmst du denn immer dieses Ult her? Welches Ult? Hat einen Job, weißt du, und kriegt's nicht hin, hier alles lootbar zu machen. Antiker Königshelm. Naja, gut. So, hier hinten haben wir jetzt dann doch mal wieder einen rumstehen. Hm.
Meinst du das, wo ich die dann immer so aushebe und dann... Also nicht das jetzt. Und die dann so hochfliegen und ich die dann runterschmeiße und sowas? Meinst du das? Ich kann ja gleich mal hier drüben. Ich habe hier auf der 3 habe ich hier so eine Fähigkeit, die nennt sich halt hier Heldenschlag. Kannst ja mal zeigen. So, das hier. Meintest du das, oder? Ach so. Okay, das sind keine Kultistenwachen, sondern Kistenwachen. Verstehe. Ja, war gut. Und Holler hat auch was von Kistenjagen geschrieben, ne? Hab ich gerade gesehen. Eieieiei. Die armen Kultisten, die geben sich hier so eine Mühe. Also ich weiß nicht wo, aber die geben sich so eine Mühe. Und ihr macht die so fertig. Ne? Die Armen. So, jetzt einfach hier runterrennen. Was ist das? Was? Das war Onkel Puffel. Okay, nee, du hattest... Ach ja, ja, Kistenjagen, da oben steht's. Ja, okay. Ja. Ja, bei mir habt ihr zu sehr gleiche grünen Töne. Weil ich mich jetzt hier ein bisschen konzentriert hatte oder fokussiert hatte. Hab's nicht richtig gesehen. Okay, muss ich mir wieder mehr Zeit nehmen. Gelootet. Nur das. Irgendwo geht's noch nach unten. Na, hier nicht. Da unten gibt's noch ein Symbol. Das ist die letzte Kultistenwache. Oh, ich wollte es mir tatsächlich... Wollte mir einen Adrenalinpunkt sparen. Gebe ich ehrlich zu. Ich dachte, die hat jetzt wieder nur so einen ganz minimalen Balken drüber. Nein, hat sie nicht gehabt. So, gut. Da ich jetzt nicht weiß, wo wir hier rauskommen, mal erstmal reingehen. Eieiei, ist das hier wieder riesig.
Hier machen wir aber nicht alles, was mit. Schön. Naja, kümmert euch nicht um mich, ne? Ich mache einfach mein Ding. Könnt übrigens gehen, falls ihr Sklaven der Kultisten seid, weil die sind gerade nicht mehr da. Falls ihr den Mist freiwillig mitmacht, ja, dann... Ja, dann Tesh, ne? Viel Spaß trotzdem bei der Arbeit, wenig Probleme. Und ja, ne? Halt die Ohren steif. Und vielen Dank, dass du mit dabei warst, oder? So, Knuddeln, Tesh. Aber es fehlt mir jetzt immer noch das eine Ostrakon-Rätsel. Sehr schön. Und Stufe 71. Es ist ja geradezu traumhaft. Nein. Na, wenn das mal nicht stylisch aussieht, ja. Gut, in diesem Sinne.